Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Quantum Columndrum. Hier ist wieder euer Oliver 301. Und wir machen weiter. Wir haben im letzten Part hier versucht, diesen. Ja. Satz vergessen. Wir haben im letzten versucht, hier diesen Abgrund scheiße zu überspringen. Ohne dabei vom Laser getroffen zu werden. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, allerdings sind wir dann in den Abgrund gestürzt. Und deswegen machen wir das jetzt einfach so häufig, bis wir das schaffen. Ne? Wir haben ja Zeit, komm, was soll der Geiz. So, alles Klärchen. This isn't the best place for children, is it? Ja, warum schickst du mich dann hierher, du Spacko? Du bist der schlechteste Onkel, den ich habe. Vermutlich bist du mein Einziger, aber das macht die Sache auch nicht besser. So, das haben wir schon mal geschafft. Hey, guck mal. Just need to get the alternator arm going. Wir haben wieder einen Generator gefunden. Das ist doch super. Das ist jetzt der erste, zweite? Zweite ist es, ne? Oh, Scheißendreck. Man kann ja alles mit Schmeißen übertreiben, ne? So, na dann machen wir den Generator hier wieder mal bereit. Muss ich erstmal überlegen, wie das ging. Aber das kriegen wir da hin. Da kriegen wir doch hin. So, ich glaube, ich schalte es erstmal wieder auf leicht. Und jetzt muss ich es auf schwer, glaube ich, schalten. Dann hier auf leicht. Nein, hat nicht erreicht. Ah, wie ging das nochmal? Scheißen Dreck. Ich muss erstmal warten. Und wann dreht sich das Ding endlich mal wieder zurück? Ah, jetzt. Gut. Heavy. Leicht. Schwer. Leicht. Schwer. Leicht. Schwer. Leicht. Schwer, leicht, schwer, okay, das reicht schon. Gut, das war Generator Nummer 3. 2, 1, 2, ne? Ja, wir sind ein streunender Strolch. Was ein dummer Name für ein Achievement. Und ich glaube, wir machen schon wieder alles kaputt. So, das wäre dann Kapitel 2 gewesen, oder... 3? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, Leute. Ah, ich schätze mal, Kapitel 2 haben wir jetzt durchgespielt, ne? Ich weiß es nicht mehr genau, welcher Flügel das ist. Egal. So, hier haben wir noch ein paar Bücher stehen. Hitchcocks Guide to Dimensions. Ach ja, Per Anhalter durch die Galaxis. Geiler Film. Warum besitze ich den eigentlich nicht? Den muss ich mir nochmal kaufen. Ich bin momentan sowieso so ein Kaufwut. Ich kaufe mir einen Haufen alter Filme auf Blu-ray. Ich kaufe mir momentan einen Haufen Filme auf Blu-ray, die so billig sind, beim großen Versandhändler mit A, diesem Online-Versandhändler. Und das eigentlich auch nur aus dem Grund, wie gesagt, die sind billig. Und die sind versandkostenfrei. Das ist ja geil. Das ist schön, wenn man versandkostenfrei Filme kaufen kann. Für 5 bis 8 Euro oder sowas, da lasse ich mir auch mal hin und wieder mal einen DVD häufiger kaufen, Blu-ray. So, wir haben den blauen Flügel abgeschlossen und den gelben Flügel. Also müsste jetzt Kapitel 3 kommen. Cool. Hat das Ding bloß 3 Kapitel? Ich weiß es immerhin noch nicht. Aber hey, wir spielen immerhin schon lange genug dran. Ich habe jetzt auch keine Ahnung. Your task is almost complete. And then you can finally leave my home in a state resembling a train wreck. How about you make your way to the Red Wing? It's upstairs. Gelb. Blau. Okay, ganz oben. Gut, ich habe auch, wie gesagt, keine Ahnung, wie lange wir an dem Ding schon spielen. Ist schon eine ganze Weile, ne? Und guck mal, hier sind noch ein Haufen Bilder. Haben wir die schon mal angeguckt? Ich glaube schon. Ich glaube, Großteil davon haben wir eh schon. Was ist das für eine Fresse? Fisher Michelson, one of the initial major investors in Quadrangle Industries. I'm hesitant to admit it, but many of my grander inventions would not have been possible without his support. Der sieht so ein bisschen aus wie Bill Gates, nur ein hässlich. That is my second cousin Billy. Wer? Ach, ist ja egal. Ich finde das schön, dass du guckst ein Bild an und das Spiel reagiert da drauf. Das ist schon geil. Reagiert er hier drauf, wenn ich da drauf gucke? Nee. Das hat so ein bisschen was von Bioshock Infinite, ne? Da kann man ja auch so ein bisschen rumlaufen und dann fängt die Elizabeth irgendwie an, irgendwas zu interagieren und sowas. Das ist schon ganz cool. Nix Bahnbrennen, Wavelengths das könnte sogar hinkommen. I'm definitely going to need you out of here as soon as possible. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon hoch. Wenn die Steuerung mitspielt. Jetzt gerade bin ich nämlich von der Treppe abgekommen. Mann, ist der freundlich, ey, ne? Der soll mal sehen, dass er aus seiner eigenen Dimension wieder rauskommt. Und nicht mich hier so anmault.
Da haben wir wieder nachladende Texturen. Ach, das ist auch eine Sache, die ich hoffentlich hoffe in der nächsten Konsolengeneration nicht mehr. Ja, so nachladende Texturen oder sowas, das wäre schon was Schönes, wenn man das nicht mehr sieht. Und 1080p und Anti-Aliasing. Tür? Wie sieht's aus? Wann immer Sie wollen. Wann immer du willst, AT&T. This is the last in a contiguous series of associated dimensions. As you can see, the gravitational pull in this dimension is directly in opposition to our customary one. Ah, die vierte Dimension. Watch out! Die vierte Dimension, die kehrt die Schwerkraft um. Look out! Gab's das in der Demo schon mal? Ich überlege gerade, ich weiß es nicht. Aber die Demo war ja schon recht schön, also ich kann wirklich die Demo hier mal ins Herz legen. Ganz cool. That influence this dimension are different, or is the manor in fact built upside down? Ponder that. I vaguely remember an IDS receptacle mounted somewhere on the second story. Alles klar? Oh, super. So, hältst du aber die Fresse. So, was mache ich jetzt mit dir, du Vogel? Wie hieß das Vieh nochmal? Wie nannte der diesen Vogel? You've certainly gotten rather adroit. Was hat mir das jetzt gebracht, hier hochzugehen? Ach, da oben ist ja noch was. Komm ich da hoch? Wait for it, wait for it. Ah, die Plattform geht nach oben. Na, das ist ja cool. Das ist ein cooles Element hier, dass sich die Plattformen so bewegen. Also so ein bisschen cool auf jeden Fall. Hat was. So. Was bist du, Fluffy? Ja. Und Tür auf. I believe that opened the hatch over there. Cool. Hey, hey, hey. Bleibst du wohl? Kommst du her? Oh, verdammt. Das switcht meine Dimensions ja mit, ne? Ah, scheiße. Hey! Hey! Komm, scheiße. Scheiße! Da! Na! Das ist doof. Nein! Alter! Hörst du bald mal auf, hier mich zu bevormunden, Spiel? Geh auf, schnell, 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 schnell! Oh, scheiß Vogel! I bet you wanted me to do that, huh? Mad scientist, crazy, evil laugh. Oh, kidding, kidding! Da bin ich mir nicht so sicher. Aber der macht das gut. Der böse Lachen kann er gut. There should be another drink. Safe Airlines, Hals- und Beinbruch. Periodic articulating crewy day in that room in area. I believe that you'll have to wrap around this room to get through. Ach du Scheiße. Aber es ist ein interessantes Feature, was sie hier einbauen. Also das ist man jetzt mit den Safes so hin und her und so. Das ist ganz cool. So, was haben wir hier drüben? Hier geht's auch irgendwo hin. Irgendwo ist nirgendwo. I really have no idea why I set this area up. Ja, ich auch nicht. So, der Safe hier ist übrigens nur Deko, oder was? Oder vielleicht, wenn ich dahinter falle, damit ich dann da wieder hinkomme, alles klar. So. Muss auf jeden Fall auf diese Dinger hier rauf. Auf die Safes. Meint ihr, ich bin auch so im Safe? Ah, ich bin mir da immer nicht so sicher. So, warten wir kurz ab. Alles klar, und hopp, und hopp, und nochmal, und hopp, noch, scheiße, runtergefallen. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ah, hier rüber, alles klärchen. Oh, hier kann man ja super wieder hochklettern. Warum hat er nochmal so ganz viele Saves hingestellt? Ich meine, er weiß es ja selber nicht, aber das ist ja kein Argument, das so zu bauen, oder? Oder doch? Oder nicht? Ich werde niemals den Geist verrückter Wissenschaftler verstehen. Sowieso, ich werde niemals den Geist von Spieleentwicklern verstehen. Uah, oh, das war eben. Hab mich ja mal so an Spieleentwicklern versucht, aber so geklappt hat das auch nicht. Alles klar. Das kriege ich doch hin. Los, los, lauf, Oliver, lauf! Und her damit. So majestic. Komme ich jetzt wieder? Ach, das sind Köpfe.
Ah, ich glaube, zurück schaffe ich es nicht mehr. Zurück. Ah, das wird nichts, das wird nichts. Ah, verdammt. Aber es war den Versuch wert. So. Wir warten. Eigentlich ist das so ein Spiel, wo man auch super irgendwas anderes erzählen könnte, ne? Ich habe vorhin schon mal angefangen mit dem Metal-Video von meinem Kumpel, was übrigens richtig gut ist. Könnt ihr euch mal angucken. Das ist so bescheuert. Mischt der, ich habe gerade die Band vergessen. Irgend so eine geile Metal-Band hat er drunter gemischt. Halt, zu My Little Pony. Das ist so bescheuert. Wie gesagt, guck mal beim Twitter-Taker vorbei. Ist es wirklich wert, also. Es ist wirklich ein gutes Video, was er sich da einfallen lassen hat. At this point, you have traveled further into the manor than any other family member has in the last two decades. Das kann ich mir vorstellen, so unordentlich wie das hier aussieht. Wurde schon ewig nicht mehr Staub gewischt, ne? So, ist hier hinten noch was? Das bietet sich so an. Zum Verstecken? Ne, gut. Mal weitermachen. So. I can't say that'll happen again anytime soon. Ach ja, wisst ihr, baut irgendwie Generatoren irgendwo in diesem Haus ein, aber geht dann auch nie hin. Die müssen ja auch nicht kontrolliert werden. Ist ja kein Wunder, dass die ausfallen. Mal ehrlich. Vöglein, ärgere dich nicht. Oh, it seems as if the timer on Desmond doesn't have the duration that you'll need. Was? Ja. Ja, stimmt, jetzt fällt's mir auf. Wie mache ich denn das dann? Ich muss das Ding da oben an den Knopf rankriegen. Ach du Schande. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme dich jetzt einfach mal raus. Vielleicht hilft dir ein Reset von dem Ding. Nein. Ich kann hier auch mit nichts interagieren. Hä? Ich geh mal drauf. Hä? Hä? Bin ich verwirrt. You should be able to utilize that battery. Was für eine Batterie? Was? Was? Batterie? Wo? Ach, da! Da drin ist eine Batterie. Ach, das ist ja cool. Alles klärchen, Puppöchen. Na dann ist das Ganze ja doch ganz easy. So, hier ist eine Batterie dahinter, die hält Ike. Wie kommt Ike da eigentlich immer hin? Scheiß multidimensionale Wesen, kurz mich über. Ich hab's doch geschafft. Weiß nicht, ob das vom Spiel so beabsichtigt war. Ich hab das noch? Alles klar. Oh, verdammt, ich kann aber nur eine Batterie at the same time nutzen. Na gut, dann behalten wir die erstmal und gucken mal, was hier noch so ist. Ach, Kisten. Ah, Desmond R. Butler. Chief Button Coordinator was his unofficial title. Chief Button Coordinator, deine Mutter. Das ist auch logisch. Also ich wette, die Kiste ist bestimmt schwer genug, um den Knopf zu drücken, ne? Aber gut, sei es drum. So, wir haben die Batterie und wir müssen irgendwie an den Safe rankommen und das ist alles so doof. Ham. Ich schmeiß erstmal alles durch, was ich habe. So, das kommt da durch. Und wo ist, da. Wo ist diese Kiste? Die schmeiß ich auch mal durch. So. Dann kratze ich mich mal kurz hinterm Kopf. Ja, besser. Ach, guck mal. Hier, die hätte bestimmt das mit nutzen können, um den Knopf zu drücken da drüben, ne? Hätte bestimmt geklappt. Ja, da hätten wir das Rätsel auch gelöst. So hätte man das regulär gemacht. Aber ich habe mich da irgendwie durchgeglitscht. So. Nehmen wir erstmal die Batterie raus. Ach, wartet mal. Vielleicht kann ich ja auch, zwischen Heavy und Dingens... Aber ja, klar, ich bin so gut. Ich bin der Held. Ich bin so geil, Bitches. Ich habe nämlich eine Idee. So, das schmeißen wir da rein. Dann holen wir uns mal Desmond dran. Desmond, wo ist denn jetzt meine Kiste? Ach scheiße, die klebt wieder an der Decke. Decken, die an der Kiste kleben. Kisten, die an der Decke kleben, kann ich überhaupt nicht leiden. So. Ja, guten Flug.
So. Desmond, komm mal mit. Du musst mir nämlich jetzt mal hier die Tür auf und zu machen. Bleibt das oben? Da war ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Egal. Komm schon, mach die Tür auf. Alles klar. So, und ich schätze mal, das wird mir dann gleich die Tür auf und zu machen. Wobei Desmond irgendwann mal die Freundlichkeit hat, die Tür zu öffnen. Alles klar. Sehen wir mal. To cause me to be transported to this pocket dimension. If only I could remember what. Ausfallende Generatoren? Keine Ahnung. Hättest vielleicht doch mal hingehen sollen und die warten. So, wo wir gerade beim Thema Warten sind, ihr wartet jetzt auf den nächsten Part. Bis dann. Tschüss.